Die Sandsäcke haben für dieses Mal ausgedient. Die Evakuierung von Aachen ist seit einigen Stunden aufgehoben und mittlerweile kehren die Bürger in ihre Häuser zurück. Gut eine Woche mussten sie ihr Hab und Gut hier in der Elbestadt zurücklassen. Doch wir wollten wissen, wie fühlt sich das eigentlich an? Sie sind jetzt seit rund einer Woche hier in der berufsbildenden Schule in Köthen untergebracht. Wie geht's Ihnen nach einer Woche Evakuierung? Also wir haben uns in dieser Woche hier pudelwohl gefühlt. Wir sind betreut worden von allen Ecken und Enden. Und wir möchten uns im Namen der Betroffenen bei dem Kollektiv der Schule bedanken. Wir sind glücklich, dass wir wieder nach Hause kommen können. Unser Jahr noch vorher, vor der Zeit, weil es immer erst ist. Wir gehen nächste Woche erst rein. Und zwar noch einen anderen Tag. Ja, es bleibt zuerst mal das Meter und 90 stand das Wasser hier am Deich in Aachen. Das heißt, das kleine Verkehrsschild hinter mir war vollkommen überflutet. Die Rekordmarke von 7,66 Meter vom Jahrhunderthochwasser 2002 wurde damit noch einmal deutlich überschritten. Hinter uns laufen die Pumpen auf Hochtouren, um das Wasser aus Aachen und der Region ringsrum wegzupumpen. Reingekommen ist das Wasser durch den Saale-Deichbruch bei Rosenburg. Da hat es die Region überflutet und auch durch eine Stelle zwischen Aachen und Dessau, wo die Elbe quasi dann sich ihren Weg gesucht hat, in das Flüsschen Taube, was die Stadt Aachen dann von hinten in die Zange genommen hat. Viel Streit gab es um das Schöpfwerk. Wäre das nämlich an, hätten diese Pumpen ja gar nicht stehen müssen. Aber das müssen die politischen Kräfte sicherlich im Nachgang der Katastrophe noch ausgiebig diskutieren. Hinter uns laufen bereits die Aufräumarbeiten. Die Evakuierungen in der Region sind so weit aufgehoben, bis auf die Orte Diebzig, Küren und die Naherholungszentren am Akazienteich, Löbezee und am Neolitteich.